meine Damen und Herren, kommen wir hier zurück zu einer neuen Folge von Landwirtschaftssimulator. Und zwar habe ich mir was überlegt. Ja, wenn Sie gerne überlegen. Das ist eigentlich ein Wunder, dass ich wirklich überlegen kann. Eigentlich auch noch was Schlaues. Ich weiß, wie wir, was wir jetzt als nächstes machen und wie wir jetzt was als nächstes machen. Eigentlich bin ich mir nicht ganz schlüssig. Ich würde gerne die Schafe machen. Aber ich habe keinen Platz dafür. Wer hätte das gedacht? Das bedeutet, wir müssten ein Grundstück kaufen. Weil hier oben passen die nicht hin. Wahrscheinlich nicht. Können wir uns aber auch nicht so nicht angucken. Weil dafür müssen wir uns erstmal die 65.000 leihen. Weil die brauchen theoretisch nur Gras, Wasser, vielleicht ein Streuzeug. Und produzieren für mich Wolle. Und Wolle ist, glaube ich, auch noch gut auf dem Markt vermarktbar. Kann man mal gucken, das habe ich jetzt noch nicht geguckt. Wolle 1400. Und unsere Eierchen, die kosten, ja, die bringen uns ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht, ob die vielleicht ein bisschen besser reproduzieren. Wir sind hier schon bei 2000. Müssen wir unseren Dings bereitstellen, den X. Also das müssen wir uns auch hier vollkommen merken. Ist eigentlich extrem schade. Wir können aber hier eine Mission mal starten. Gibt es hier was mit Düngen? Nee. Nee, gibt es jetzt nie. Da können wir unsere Mission, die erstmal zur Seite stellen hier. Und gucken wir mal den Anhänger hier ran. Also ich würde gerne, wie gesagt, die Dings jetzt anfangen. Ob ich meine Hühner dafür aufgebe, um Schafe zu haben, habe ich auch noch nicht überlegt. Können wir ja gleich mal überlegen, gucken, wie teuer das alles ist. Wir bräuchten dann ein extra Feld, wo wir die Gras anpflanzen. Hier raus. Ich fahre mal jetzt selber drunter. Bei der Fahrt ist es ein bisschen mistig, dadurch, dass er ein bisschen hoch ist. Jetzt können wir mal gucken, wie viel würde denn unsere Hühnerfarm uns noch einbringen. Pferdestall, Hühnerstall, 10.000. Ist eigentlich gar nichts. Das wäre ein großer Schritt. Es bleibt eigentlich, kann ich ja sagen, nichts anderes übrig. Es bleibt theoretisch ja nichts anderes übrig. Jetzt muss ich uns unsere Hühner jetzt verkaufen. Die Eier, die ich so jetzt drauf habe, muss ich auf den hier draufstellen. Wir ziehen das durch, wir verkaufen uns Hühner. Weil wir kriegen noch nie mal was richtig dafür. Es tut mir extrem weh, aber anders bleibt mir keine Möglichkeit übrig. Nee, das war schon richtig hier. Bestätigen. Garage. Wir verkaufen uns einen Hühnerstall. Puh. So, die Eier, die sind auch da. Sehr gut. Sollte auch sein, sonst wäre ich wütend geworden. Die Schaufel müssen wir gleich mal wegnehmen, glaube ich.
Könnte aber sein, dass wir dann ein anderes Auto brauchen. Weil die nie drauf passen. Die Paletten weiß ich nie. Oder wir machen hinten auf. So. Bank. Liebe, liebe Bank. Wir müssen uns leihen, was hier geht. Tierhaltung. Schweine bringen mir so an sich nichts. Wir können sie nur nach und nach verkaufen. Wir hätten dann noch Düngerzeug und sowas. Aber das können wir auch nie verkaufen. Deswegen Schafweide. Müssen wir es hier noch wegfahren. Wir können aber auch noch drehen. Kollidiert mit anderen Objekten. Alles hier auf die Straße. Einigermaßen auf die Straße. Alles weg hier. Alles weg hier. Wir müssen schon nur noch überlegen, wie wir Gras hier hinkriegen. Gucken, reicht das jetzt schon aus? Oder muss ich auch noch die Schaufel wegnehmen? Kollidiert. Ja, also die Schaufel muss auch noch weg. Alter, war doch. Ach so, das ist der Rückwärtsgang. Nein! Scheiße. Das können wir dann noch ordentlich hingelegt wieder. Das können wir ja den Rest, der dort liegt, das Haferzeug, das muss man ja dann in die Dings reinschmeißen. Das ist jetzt so eine große Überlegung hier. Ob das jetzt eine gute Entscheidung hier war, das werden wir jetzt gleich erst bald merken. Wir werden sehen, ob das wirklich mehr bringt oder nicht. So. Tierhaltung. Schafweide. Mit was kollidiert es denn? Kollidiert. Oder ist das wegen meinen Dings dort? Wegen meinem Treckerchen hier. Wegen dem hier. Dann kann man schon mal anfangen lassen, hier ein bisschen zu machen. Nee, keine Unnöte. Kollidiert. Alter, lackt mich doch der Affe. Hm.
Ich weiß, da hat es gerade geklappt, aber da würde ich bestimmt die Hälfte meines Landes verlieren. Hier wird es gehen anscheinend, aber ich will nie wissen, was ich dann alles verliere. Muss ich das so bauen? Muss ich das eben hier hinbauen? Müssen wir mal kurz warten, bis der weg ist, der Elfer. Dann... Scheiße. Fällt mir eigentlich gar nicht. Es geht bloß hier. Wenn ich mich frage, was mit was kollidiert es hier? Das sollst du mir mal bitte anzeigen. Vor allem hier. Mit was kollidiert es hier? Ungern mein Feld verlieren hier. Och man. Kollidiert, kollidiert, kollidiert. Geil wäre es auch hier hinten, wenn man hier hinten so alles hinpflanzen könnte. Ging es auch gerade eben. Das ist richtig scheiße. Hier drüben passt es ja auch nirgendwo hin. Das ist mir 28 kaufen. Das ist so ein steiler Berg. Aber dann könnte ich vielleicht das Feld hier langsam wegmachen. Könnte ich hier hinten so aufbauen. Dann müssen wir eben da drüben uns das Feld kaufen. Das bringt uns jetzt leider nichts anderes. Wir sitzen jetzt die ganze Zeit bloß hier dran. Gut, Leute.
dann kaufen wir nächstes Mal hier oben Feld 28. Und dann erkläre ich meinen weiteren Werdegang. Und dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gibt nur noch, wenn ich den Daumen unten schreibe, einen Kommentar, ob man mehr davon sehen wird oder auch nicht. Dann bis zum nächsten Mal, sagt der Mann's Wort. Ciao, ciao.